Die fünfte Klasse. Hallo aller Schüler, wie geht's? Wir haben heute ein neues Thema. Was ist das? Das ist die Possessivpronomen, ein Grammatikthema. Die Possessivpronomen meinen Englisch Possessive Pronouns. Also, wir haben hier Personalpronomen und Possessivpronomen. Personalpronomen, wir kennen das schon. We know that. Ich, du, er, es, sie, sie plural, sie Respekt, wir und ihr. Possessivpronomen, wir schauen zusammen, was ist das? Und was ist das auch machen? Okay. Nummer 1, ich. Im Possessivpronomen sage ich mein und meine. Mein mit Nomen mit Artikel. Der oder das. Meine mit Artikel die. Nomen mit Artikel die. Okay, mein, meine. Ich, mein, du, dein oder deine, deine mit Nomen, mit Artikel die auch. Also, was bedeutet dein in Englisch? Your, dein, your. Und mein, my, my. Ich, mein, du, dein. Er und es, sein oder seine mit Artikel sie. Mean in English, his, his. Dann sie und sie plural, ihr und ihre. Her, her. Okay. Dann sie Respekt, ihr oder ihre. Your, mean your. Dann wir, unser oder unsere. Unser oder unsere mit Artikel die auch. Mean our, our. Dann ihr, euer oder eure, euer oder eure. Hier, euer. Okay, und hier, eure mit Artikel die. Hier mit Nomen Artikel die und hier mit Nomen mit Artikel der und das. Euer. Eure, euer, eure. Okay, dann ich, mein oder meine. Du, dein oder deine. Er und es, sein oder seine. Sie und sie plural, ihr oder ihre. Sie Respekt, ihr oder ihre. Wir, unser oder unsere. Ihr, euer oder eure. Okay. Dann wir schauen hier von. Von. Wir schauen die Beispiele. Das Auto von Eidel ist neu. Das Auto von Eidel ist neu. Mean in English, Adel's car is new. Adel's car is new. Das Auto von Adel mean Adel's car. Okay. Dann, zwei. Wo sind die Schuhe von Frau Weigel? Die Schuhe sind dort. Die Schuhe sind dort. Where are
Frau Weigel shoes. The shoes are there. Okay. Dann drei. Die Tasche von Salma ist rot. Die Tasche von Salma ist rot. Mean Salma's bag is red. Salma's bag is red. Okay. Und von bekommt nach dem Nomen. Mean in English after the Nomen. Okay. Nomen, die Tasche und hier die Schuhe und hier das Auto. After the Nomen. Und before the Name. Name oder the name. Okay. Dann die Beispiele von die Possessivpronomen. 1. Ist das dein T-Shirt? Frage. Question. Ja, das ist mein T-Shirt. Hier dein T-Shirt, your T-Shirt und hier ja, das ist mein T-Shirt, my T-Shirt. Okay. 2. Gehört das Fahrrad Markus? Ja, das ist sein Fahrrad. Gehört das Fahrrad? Mean, das Bike belong to Markus? Ja, das ist sein Fahrrad. His bike. Okay. Dann drei. Gehört die Kapuzenjacke Tina? Gehört die Kapuzenjacke Tina? Ja, das ist ihre Kapuzenjacke. Das Hutjacke belong to Tina? Ja, das ist ihre Kapuzenjacke. Her Hutjacke. Her Hutjacke. Dann ist das euer MP3 Player? Ja, das ist unser MP3 Player. Euer hier. Your MP3 Player und hier our MP3 Player. Frage und Antwort. Okay. Dann 5. Frau Heber, wo ist Ihr Handy? Mein Handy ist in der Tasche. Frau Heber, wo ist Ihr Handy? Mein Handy ist in der Tasche. Ihr Handy? Your phone. Mein Handy? My phone. In the bag. Okay. Das ist der Ende. Danke. Tschüss.